Die echte Minecraft Mystery Welt ist das hier. Wirklich? Die kann man sich downloaden beim Video von Lars. Download Installation oder wie die heißt. Naja, egal. Dann kann man da einfach eintippen. Dann bekommt man die Welt. Ja, mehrere Details gibt es da im Video. Heute schauen wir uns die Welt von Coco an. Der hat sie nämlich in Google Drive reingelegt. Sieht schon sehr interessant aus. Hier haben wir das große Feld. Da die Eisenfarm im Baum. Schaut mal, hier ist das Texture-Pack auch dabei. Abonniert Coco! Auch von Coco gemacht hat. So, hier haben wir den Pfad. So, die Brücke ist eher hier. Da hat Lars in einem Video gebaut. Warum stehen die hier so? Irgendwie komisch. Sollten eigentlich schon waagerecht stehen. Da platziert sie ja richtig. Gut. Mein Bruder ist auch hier. So, Dalle ist gemacht. So ist die Brücke auch jetzt richtig. Also, hier haben wir den Markt. Ach, krass. Schauen wir mal. Hier ist der Eisengolem. Hier das hier. Und hier, komische Form. Aber ja, ein Stack, ein Dollars. Hier ist ein Dollars. Wegen Lars da einfach mit dem Schnurrbart drauf. So. Ach, krass auch. Hier sind die großen Tulpen. Ja, da war Lars Haus, das gesprengt wurde. Hier, Richter. Also, hier haben wir noch den Richter. Also kein Zombie hier, glaube ich. Despawned? Nein, es ist verbrannt. Er ist verbrannt. Mehr Videos seht ihr dann nachher. So. Bye.